Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch meine Leseliste für den August und wenn euch interessiert, was ich da so gerne lesen möchte, dann bleibt jetzt gerne dran. Ich bin sehr gespannt, wie das im August sein wird. Ich habe die erste Hälfte noch ein paar Tage Urlaub und in der zweiten Hälfte geht meine Ausbildung los. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich es wirklich schaffe, diese vier Bücher zu lesen. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei. Ich stelle euch direkt das erste Buch vor, was ich, glaube ich, eher so nebenbei mal zwischendurch lesen möchte. Aber ich möchte es endlich lesen. Und zwar von Andreas Campobasso, Stopp, die Umkehr des Alterungsprozesses. Zu dem Buch habe ich auch irgendwie so eine Mini-Bindung. Ich habe das nämlich in meinem allerersten Unboxing auf diesem Kanal vorgestellt. Habe auch da erzählt, dass ich von der lieben Sarah Baubooks zu diesem Buch inspiriert wurde. Hier geht es ja so ein bisschen um Ernährung, um Gesundheit, was man theoretisch machen könnte, um diesen Alterungsprozess ein bisschen anzuhalten oder zu verlangsamen. Ich habe hier auch schon mal so grob durchgeblättert, um mir anzuschauen, wie das Buch überhaupt aufgebaut ist. Sarah hatte nämlich erklärt, dass es ziemlich einfach und einleuchtend geschrieben ist. Beim Durchblättern habe ich auch gesehen, dass es hier und da auch mal so schematische Darstellungen gibt, zum Beispiel hier. Ja, das unterstützt nochmal diese Erklärung und ich glaube auch dieses Verständnis zu den ganzen Dingen. Ich freue mich auf jeden Fall echt sehr drauf, das zu lesen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, so für ein, zwei Kapitel zwischendurch mal super interessant. Ich würde auch da immer so eine kleine Pause machen, um das wirklich zu verinnerlichen, was ich gerade gelesen habe, wenn es vielleicht ein bisschen komplexer war. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich es fand. Falls ihr Erfahrungen mit diesem Buch gemacht habt und vielleicht auch irgendwas in eurem Leben dadurch umgestellt habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob dem so ist. Dann habe ich mir direkt ein Buch von meinem letzten Unboxing geschnappt, und zwar Die Wolkenfischerin von Claudia Winter. Da hatte ich euch ja schon gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es wirklich ein schönes Buch für den Sommer ist. Und jetzt, wo das Wetter wieder deutlich schöner ist, habe ich richtig Lust, das zu lesen. Claire hat sich mehr oder weniger auf der Arbeit, ja, nach oben geschummelt, denn sie hat behauptet, dass sie eine waschechte Pariserin ist, dass sie Kunst studiert hat, aber das stimmt alles nicht. Und diese Lügen drohen aufzufliegen, als sie plötzlich einen Hilferuf aus der Bretagne erhält, wo sie in Wahrheit aufgewachsen ist. Ihre Mutter muss nämlich ins Krankenhaus und kann ihre gehörlose Schwester nicht alleine lassen. Deswegen muss Claire Durand dorthin. Und kurze Zeit später trifft auch Nicholas auf. Er ist ein guter Freund aus ihrer Kindheit und damals war er ja ein recht schüchterner Junge und Claire merkt dann schließlich, dass er gar nicht mehr dieser schüchterne, introvertierte Junge ist. Und zu all dem kommt noch dazu, dass ihr Chef auf einmal auftaucht und Claire muss dann schauen, wie sie improvisiert und schaut, dass diese ganzen Lügen nicht auffliegen. Mal sehen, wie Claire versucht, das alles zu retten und zu improvisieren. Ich bin super gespannt, was ihr Chef auch da tut, also warum er überhaupt auch in die Bretagne reist und auf sie trifft. Ich werde das herausfinden, ich freue mich schon sehr drauf und ich glaube, das wird wirklich ein recht lustiges. Übrigens, da hatte ich euch ja letztes Mal in einem Video gefragt, welche lustigen Bücher ihr mir empfehlen könnt. Danke dafür. Ich bin mal gespannt, ob das auch so ein lustiges Buch ist, was mir eventuell gefallen könnte. Und ja, mal schauen. Mein nächstes Buch wäre ein Thriller und zwar von Arno Strobel, Das Rachespiel. Ich hatte ja vor ein paar Monaten Das Dorf gelesen und da hatte ich euch ja auch schon von voll geschwärmt. Ich fand es richtig gut, ich konnte es nicht aus der Hand legen und es war super spannend. Aus diesem Grund habe ich mir nämlich danach zwei andere Bücher von Arno Strobel bestellt und Das Rachespiel war eins davon. Hier geht es jetzt um Frank Geißler und er glaubt an einen Scherz, als er eine bestimmte Website aufruft, wo er auf einmal einen Mann nackt und festgekettet auf dem Boden sitzen sieht. Daneben dann ein Käfig voller Ratten, unruhig und ausgehungert. Und anscheinend kann Frank diesen Mann retten, aber nur wenn er Teil dieses Spiels wird und seine erste Aufgabe quasi erfüllt. Allerdings schließt Frank dann angewidert den Laptop und will gar nichts damit zu tun haben, weiß allerdings nicht, dass er schon mittendrin ist und dass es hier um Leben und Tod geht, für ihn, für seine Frau und sogar für seine kleine Tochter. Ich finde es so spannend, wenn es in Psychothrillern so um ein Spiel geht oder irgendwas auf Zeit, weil man dann ganz genau weiß, dass es so super rasant und spannend ist. Deshalb bin ich echt gespannt, ob Arno Strobel mich mit dem Rachespiel wieder genauso catchen kann in diesem Monat wie mit dem Dorf davor. Und das letzte Buch, was ich mir für den August vorgenommen habe, soll wieder ein, ja, New Adult Buch sein und zwar Trust Again von Mona Kasten. Das ist jetzt der zweite Teil der Again-Reihe. Ich hatte Begin Again super lange auf meinem Sub,
zu völligem Unrecht, meiner Meinung nach. Es hat mich nämlich sehr gecatcht und ich fand es mega gut. Und deswegen habe ich mir direkt Trust Again bestellt, als ich Begin Again beendet habe. Hier geht es jetzt um Spencer und Dawn und ihr lernt eigentlich beide im ersten Teil ganz gut kennen. Dawn wird auf jeden Fall eine gute Freundin von Ellie und Spencer ist bereits ein Freund von Caden. Dawn und Spencer finden sich auch relativ gut und sympathisch, sonst würde es dieses Buch ja hier nicht geben. Allerdings hat Dawn in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit Männern oder Vertrauen gemacht. Deswegen wird das, glaube ich, hier so das Hauptproblem sein in dem Buch. Allerdings hat Spencer anscheinend auch ein herzzerreißendes Geheimnis. Deshalb, da weiß ich noch gar nichts zu. Also zu Dawn wurde, glaube ich, im ersten Teil schon so ein bisschen etwas angeteasert. Aber bei Spencer wüsste ich jetzt nicht, was da los sein könnte. Ich lasse mich überraschen und freue mich auf jeden Fall riesig auf den zweiten Teil von der lieben Mona Kasten und der Again-Reihe. So ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Video und mit meiner kleinen, aber wie ich finde, feinen Leseliste für den August. Ihr könnt mir auch sehr gerne eure Leseliste für den August in die Kommentare schreiben, dann sehe ich mal, was ihr euch so vorgenommen habt, im August tatsächlich zu lesen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!